musst immer einen Haps vom Keks nehmen und dann einen kleinen Schluck Milch trinken. Ja, und dann mische ich alles in meinem Mund zusammen. Aber wenn die Milch schon in den Keksen wäre, dann müsste man das alles nicht machen. Ist schon komisch, was? Tada! Die Michi-Kekse! So wie die Milchstraße in der Galaxie, haha! Die Michi-Kekse! Nicht? Na schön, ich arbeite noch am Namen. Aber die Idee ist Kekse und Milch in einem. Upsi, deine Kekse schmecken wunderbar, teile gern. Danke, ich arbeite schon seit Wochen daran und zwar ununterbrochen. Ich frage mich, ob ich mir vielleicht einen Michi-Keks für unterwegs mitnehmen kann. Ich teile gern mit dir. Mach's gut, teile gern. Oh, hallo Schnucki. Oh, oh nein, heute ist Mama Schnuckis Geburtstag. Ich hab den Hummelbeerenkuchen total vergessen. Ein Moment. Hallo Schnuckilein, willst du den Kuchen für deine Mama abholen? Ich brauche nur noch ein paar itzi-bitzi winzig kleine Minuten. Danke sehr. Du schaffst das, teile gern. Du hattest schon schlimmere Situationen. Ich hab gesagt, ich will einen Kuchen. Jetzt ist es ein Kuchen. Ich krieg das schon hin. Oh nein! Ich hab nicht genug Hummelbeeren. Augenblickchen noch! Also die milchgefüllten Kekse kann ich machen, aber keinen Hummelbeerkuchen. Oder vielleicht doch? So, und jetzt mache ich zwei von dir. Ich bin so froh, dass ich wieder im Wolkenland bin. Verkehrt herum sieht alles noch viel toller aus. Richtig herum reicht mir. Langweilig. Nein, Wolkenland ist überhaupt nicht langweilig. Dann bin ich hier ja genau richtig. Was soll denn das wieder bedeuten? Ach, gar nichts. Vielleicht mache ich eine Party für die Bärchis. Vielleicht wartest du einfach ab, bis ich dich allen vorgestellt habe. Auweia, bist du niedlich. Hallo, Heidi. Hallo, Heidi. Ich meine andere Heidi. Ich weiß auch nicht. Entschuldige, das ist meine Zwillingsschwester Josie. Josie, das ist Wunderherz. Bärchidrücker! Naja, ich hab ihr davon erzählt. Ich wette, ich bin eine 100-mal bessere Umarmerin als Heidi. Eigentlich ist eine Bärchi-Umarmung immer schön. Lass das! Na los, stell mich jetzt all meinen neuen Freunden vor. Wir stellen Josie jetzt all meinen alten Freunden vor. Na schön. Mal sehen, wer am coolsten runterspringt. Das findest du cool? Nein, das finde ich sicher. Natürlich, wie immer. Kriegt ihr keinen Ärger, wenn ihr euch nicht gleich anzieht? Nein, gar nicht. Wir sehen immer anders aus. Ja, mein Modegeschmack ist wie, ein explodierender Regenbogen. Was denn? Du bringst jeden Raum zum Leuchten, wenn du ihn betrittst. Esst ihr beide auch von einem Tellerchen? Heidi isst alles von verschiedenen Tellern. Wenn ihr Hühnchen nur ihre Bohnen berühren würde, dann würde ihre Welt explodieren. Dafür sieht dein Teller immer so aus, als wäre die Welt schon explodiert. Ja, das nennt sich kulinarisches Chaos. Und denkt ihr dieselben Gedanken zur selben Zeit? Oh, versuchen wir es mal, Heidi. Also schön, was denke ich gerade? Dass dein Modegeschmack total zu deinem kulinarischen Chaos passt? Das war nicht mal dicht dran. Habt ihr dieselben Freunde? Ja.
Nur, dass das klar ist, die Glücksbärchis sind meine Freunde. Richtig, Wunderherz? Es sei denn, sie können mich besser leiden. Richtig, Wunderherz? Es ist wirklich nicht leicht mit euch. Ich hab's geschafft! Ich hab's wirklich geschafft! Ja! Ach ja, der Kuchen. Perfekt! Ich bin ein Genie! Darf ich kurz unterbrechen? Oh, oh. Danke! Hier, bitte sehr! Viel Spaß damit! Ich helfe immer gern! Oh nein! Zwick mich, ich muss wohl noch träumen. Au, das ist kein Traum. Dankeschön, ich helfe immer gern. So eine Unordnung, was mache ich bloß? Ich helfe immer gern. Nein! Teile gern, Bärchi, alles in Ordnung? Los da rein, ich muss die Küche noch kurz aufräumen. Oh, ich helfe immer gern. Hey, ist alles in Ordnung? Hier drin passiert nichts Merkwürdiges, was ich erklären müsste. Na dann, ich wollte mir von dir etwas Kamillentee borgen. Hast du welchen? Komme sofort. Mir fünf Dinge, bei denen ich dir helfen kann. Beginne mit 5. Wir arbeiten uns rückwärts zu 1. Tee? Tee! Gute Idee. Bin gleich zurück. Hier, bitte sehr. Wow, das ging ja schnell. Oh, zum Tee brauchst du noch ein paar Kekse. Bin gleich zurück. Für dich, Tee für Freunde, Tee für die Freunde der Freunde. Oh, danke. Ich komme dann wegen der Kekse später. Kekse? Hurra, Bärchi, habe ich dir zwei? Entschuldige, hier, ich bin heute etwas durcheinander. Oh, Honig für deinen Tee. Bin gleich zurück. Der Wetterbericht sagt einen Keksregen voraus. Ich werde dann mal gehen. Vielleicht solltest du ein Nickerchen halten. Oder doch zum Arzt gehen. Ich helfe immer gern. Hurra verhält sich aber komisch. Ja, finde ich auch. Kekse. Oh, ich helfe immer gern. Warte. Ach, ein perfekter Tag. Picknickzeit. Na dann. Hoffentlich hat's niemand gesehen. Dann mach ich's mir mal richtig gemütlich. Hey, verschwinde, Eichhörnchen. Ach, endlich allein. Das ist der sonnigste, tollste, spektakulärste Tag aller Zeiten. Und kein... Ich singe jetzt zum millionsten Mal über den Regenbogen für meine Freunde. Ist das Macaroni-Salat? Okay, also, du musst Brummbärchi sein. Ja, Heidi, muss ich wohl. Du weißt, dass ich es hasse, wenn mich jemand beim Essen stört. Hi, ich bin Josie, Heidis Zwillingsschwester. Josie! Brummel teilt nicht gern sein Essen. Genau so ist es. Seh dir das an. Ich meine, hallo? Das ist wie eine offene Einladung. Ohne eine richtige Einladung. Entschuldige, Brummel, meine Schwester ist manchmal etwas... überfreundlich zu meinen Freunden. Ach, das geht schon klar. Ich glaube, es ist genug für alle da. Haut rein, Mädels. Wie wär's mit einem Sandwich, Brummelchen? Brummbärchi steht eigentlich nicht so auf Sandwich. Er hat noch nicht mein Sandwich probiert. Na, magst du Hühnchenbrummel? Naja, eigentlich mag ich ein gutes Sandwich. Siehst du, er hat gesagt, ein gutes Sandwich. Du machst dir zu viele Sorgen. Oh, ein Picknick, ich kann helfen. Ich denke, wir schaffen das schon, Tylee. Wow, du solltest echt weniger Zucker essen, Teile gern, Bärchi. Ich helfe immer gern.
Ich bin der Komodo-Drache. Und ich mache jetzt meine Gehmeditation. Ah! Bin ich gerade hier vorbeigelaufen? Nein. Tust du, als wärst du ein Komodo-Drache? Natürlich nicht. Ha! Hui! Voila! Das ist das Josie-Überraschungs-Sandwich. Da ist ja ein Marshmallow drauf. Das ist ja die Überraschung. Und der Schokoladensirup, die Petersilie, Bananen und Sardinen? Was überrascht dich daran? Ha, ich hab ne Überraschung. Ich hab keinen Hunger. Oh, dann mache ich dir was anderes. Warum versuchst du dich so angestrengt mit meinen Freunden anzufreunden? Weil sie meine Freunde sein wollen. Seht mal her. Ups, das ging in die Hose. Ich meine gegen den Kopf. Hallo Heidi. Oh, der Drachen hat mich wohl doller getroffen, als ich dachte. Sonnenschein, das ist meine Schwester Josie. Ich bin eine Drachenexpertin. Kann ich ihn mit dir steigen lassen? Na klar. Drachenexpertin? Ich hab dich noch nie mit so einem Ding gesehen. Ich lass dauernd Drachen steigen, wenn du nicht da bist. Hör auf, so anzugeben. Ich gebe gar nicht an. Oh, deine Schuld. Du bist nur neidisch auf meine Drachenfähigkeiten. Das ist gar nicht wahr. Das macht nichts. Ich baue mir einfach einen neuen. Ich helfe dir. Ich auch. Nein! Wir machen es so. Wessen Drachen Sonnenschein am besten gefällt, die ist seine Freundin. Von mir aus. Vielleicht gehe ich lieber Wellen reiten. Ich liebe Waffeln! Oh. Boah, was ist denn mit dir los, Heilegern? Auf und davon! Ich helfe immer gern! Achtung, Vorsicht vor dem Biss der tödlichen Kobras! Hey, Schmusebärchi, hast du mich jetzt gesehen? Ist das eine Fangfrage? Hallo, Schmusebärchi. Hä? Oh, entschuldige, Schmusebärchi. Hoppla, vielleicht brauche ich etwas Entspannungs-Yoga. Oh ja, super Yoga! Ich hätte heute im Bett bleiben sollen. Ah, was bin ich gut. Ich liebe mich. Harmonie hat gesagt, wer besser singt, ist ihre beste Freundin. Lass das lieber den Profis, ja? Stopp! Wenigstens haben sie aufgehört. Also in letzter Zeit passieren viele merkwürdige Dinge. Gibt's bei der Besprechung was zu knabbern? Teile gern, Bärchen benimmt sich... Tango tanzendes Vanilleeis mit Bananen obendrauf. Ich wollte eigentlich sagen, merkwürdig. Absolut merkwürdig. Und zur selben Zeit ist sie auch irgendwie nicht merkwürdig, versteht ihr? Heilegern Bärchi ist meine Freundin. Ja, bis sie mich kennenlernt. Die zwei sind auch merkwürdig. Ja, das ist komisch. Gibt es eine Regel, dass sich Zwillinge immer streiten müssen? Ich habe das Gefühl, sie haben ein kleines Problem mit dem Teilen. Ein kleines? Die arme Tylee weiß gar nicht, was mit dir los ist. Warum ist es plötzlich so still hier draußen? Vielleicht haben sich die beiden ja vertragen, ha? Hurra, sie streiten nicht mehr! Teilegern, hast du die beiden zum Teilen gebracht? Nicht zum Teilen, aber Teilegern hat sich geteilt. Ich glaube, ich träume. Aber ein Albtraum.
Ach, ich wollte mit meinem Bauchzeichen mehr Hummelbeeren machen und das hat funktioniert. Aber ich habe auch mehr Tassen, mehr Löffel, mehr Sessel und mehr von mir selbst gemacht. Hast du mal darüber nachgedacht, einfach mehr Hummelbeeren zu pflücken? Wow, das wäre viel einfacher gewesen. Wenigstens müssen wir jetzt nicht teilen. Aber teilen macht doch Spaß. Das ist euer Problem. Ja, aber wir haben ein Teiligernbärchen zu viel. Oh, nichts für ungut. Ist nicht schlimm. Und ich weiß auch genau, wie ich helfen kann. Ach ja? Ich sorge dafür, dass das Problem verschwindet. Das würdest du machen? Ich helfe immer gern. Hä? Was meint ihr, was hat sie vor? Sie sorgt dafür, dass das Problem weggeht, aber sie ist das Problem. Das ist eine so selbstlose Handlung. Ich werde das Bärchen vermissen. Tatsächlich? Naja, vielleicht eine Stunde oder so. Oh. Oh. Jetzt haben wir noch viel mehr zum Teilen. Ich helfe immer gern. Süßer Hase. Meiner. Mein Kuschelhasi. Dieses Bärchen meins. Wer sie als erstes fängt, ist ihre Freundin. Oh, ich muss Wunderherz helfen. Sie ist meine Freundin und ich werde ihr helfen. Ich helfe immer gern. Nicht. Das ist deine Schuld. Meine Schuld? Wieso denn? Weiß ich auch nicht. Das fällt mir noch ein. Los, komm! Sie muss doch hier irgendwo sein. Ha, ich war als Erste beim Teehaus. Und ich finde Wunderherz als Erste. Nein, ich! Nein, ich! 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 Klingen wir wirklich so? Ja, ziemlich mies, was? Echt schlimm. Wir waren furchtbar. Ja, total furchtbar. Heidi, es tut mir sehr leid. Ja? Mir tut's mehr leid. Ich meine, ach, vergiss es. Wir streiten uns nie wieder. Einverstanden. Habt ihr sie gefunden? Ich fühle mich furchtbar. Ich muss das wieder gut machen. Vielleicht können wir dir ja helfen. Oh ja, das machen wir gern. Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber teile gern, ich meine euch, fasst euch alle gemeinsam an die Hände. Meinst du so? Ja, genau so. Wir fassen uns an und machen alle dasselbe. Also, alles begann, als ich so viel machen musste. Und dann wurde es schlimmer, als wir so selbstsüchtig waren und nur an uns dachten. Genau, konzentrieren wir uns darauf, dass wir alle genug haben. Das war wunderbar. Ihr habt zusammengehalten und ihr habt es geschafft. Das hat niemand gesehen, okay? Absolut niemand. Kommt schon, Bärchis, nur noch einen Keks. Danke. Ich muss schon sagen, ich kann immer noch nicht fassen, wie hilfsbereit und freundlich dieses Teile-Gern-Bärchi war. Ein Bärchi wie dieses habe ich noch nie getroffen. Ihr vielleicht?
Oh, verstehe. Ich bin froh, dass es vorbei ist. War knapp. Hurra, Berchi, alles in Ordnung? Du warst umwerfend. Ich wollte mir gerade ein bisschen die Natur ansehen und dann habe ich dich auf deinem Skateboard gesehen. Und ich kann dir eins sagen, ich war hin und her gerissen. Pfeif auf die Natur. Dich zu beobachten war spannender. Ach, hurra, Berchi, du machst mich verlegen. Das ist mein absoluter Ernst. Wow, dann habe ich jetzt wohl einen Fan. Bisher nur einen, aber nicht mehr lange. Huh? Du musst bei dem Berchi-Wettbewerb nächstes Wochenende mitmachen. Du weißt doch, der für extreme Sportarten. Naja. Kein Naja, Sonnenschein. Das Berchi-Extremwettrennen liegt dir wie sonst keinem. Das muss dir doch klar sein, oder? Naja, irgendwie schon, ja. Das wäre schon möglich. Komm schon, Sonnenschein. Das ist dein Ding. Du kannst gewinnen. Du bist das mutigste Bärchen, das ich kenne. Ach, ich weiß nicht, Hurra. Ich bin nur so gut, weil es mir Spaß macht. Ich nehme die Sache nicht so ernst, weißt du? Ohne Druck läuft alles super. Aber du hast doch immer geübt und bist so talentiert. Willst du das den anderen nicht mal zeigen? Hä? Stell dir doch nur mal vor. Der Ruhm und die Aufmerksamkeit, wenn du der Champion bist. Ich bin mir nicht sicher. Na schön. Und was ist mit dem Vorbild und mit der Inspiration für all die anderen kleinen Glücksbärchis im Wolkenland, hä? Oh. Na ja. Was ist mit dem extrem schicken Stirnband, das alle Teilnehmer der Wettkämpfe tragen? Gewonnen! Ich wusste, dass du nur etwas positive Energie und Motivation brauchst. Und bei mir bist du genau richtig. Ja, das ist praktisch mein Spitzname, Sonnenschein. Warum sollte dein Spitzname positive Energie und Motivation sein, hä? Das ist viel zu lang. Jana, na gut. Hanna, warum nicht? Beate, vielleicht. Morgen fangen wir mit dem Training an, wir beide. Wir können nicht verlieren. Wenn ich mit dir fertig bin, Sonnenschein, dann ist positive Energie und Motivation auch dein Spitzname. Aber ich mag meinen alten Namen. Sonnenschein-Bärchi. Danke, Hurra. Ich musste wirklich alles geben. Hast du jetzt positive Energie und bist motiviert? Ja, das ist praktisch mein Spitzname. Warum sollte positive Energie und Motivation dein Spitzname sein? Das ist doch viel zu lang. Oh. Ich bin ja so aufgeregt, dich gewinnen zu sehen. Los, Sonnenschein! Los, Sonnenschein! Los, Sonnenschein! Ja, Sonnenschein gewinnt! Hey, Sonnenschein gewinnt! Ich bin super vorbereitet, Hurra! Dank dir! Ich hätte nie gedacht, dass ich gewinnen könnte, aber jetzt... Wow! Wer ist das? Oh, das ist Tom! Alles klar!
klar, jetzt bin ich aufgewärmt, Schmusebärchi. Sieht so aus. Tom, ich möchte dir Hurra und Sonnenscheinbärchi vorstellen. Sonnenscheinbärchi wird heute auch bei dem Wettbewerb mitmachen, nicht wahr, Sonnenschein? Sonnenschein? Oh, na ja, ich... Und ob er mitmacht, er trainiert schon seit Wochen und er ist bereit, sich jedem anderen Glücksbärchi zu stellen. Tom macht auch mit. Das dürfte einigermaßen spannend werden. Tom hat zu Hause schon einige Extremwettkämpfe gewonnen, weißt du? Sein Traum war immer, ins Wolkenland zu kommen und sich mit allen Glücksbärchis hier im Wolkenland zu messen. Ich kann's kaum erwarten. Freut mich, euch kennenzulernen. Und dich sehe ich ja an der Startlinie, Sonnenscheinbärchi. Ich gehe nach Hause. Warte, warte. Wo ist der motivierte Bär voller positiver Energie, der sich vorgenommen hat, das Rennen zu gewinnen? Er hat seinen Namen gewechselt. Nenn mich einfach Aufgeber. Was? Glaubst du etwa, Tom wird das Rennen gewinnen? Komm schon. Er ist nur ein Kind. Du bist Sonnenscheinbärchi. Denk immer daran, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Sonnenschein. Du hast das Talent und die Inspiration. Du schaffst das schon. Du bist das Bärchi mit der Fähigkeit, der Beste zu sein. Mit dem schicken Stirnband. Ich kann es schaffen und ich werde es schaffen. Das ist mein Sonnenscheinbärchi. Los, Sonnenschein, Sonnenschein wird gewinnen. Los, Sonnenschein. Schicke Stirnband, Sonnenschein. Danke. Da ist Sonnenschein. Hoho, Sonnenscheinbärchi. Hey. Oh. Ja, Sonnenschein. Alles klar, auf die Plätze. Fertig. Du wirst das super machen, Sonnenschein. Los. Tja, vielleicht doch nicht. Bärschis, wir müssen Sonnenschein das ganze Rennen über anfeuern. Wir müssen ihn unterstützen. Oh, teilen wir uns doch auf und stellen uns zu verschiedenen Punkten des Rennens. Harmonie und ich stellen uns in das dunkle Tal für das BMX-Rennen. Gut, Wunderherz und ich gehen zur Insel der Musik für den Skateboard-Wettbewerb. Wartet, wartet. Ich meine, oh, ich gehe zum Abenteuerstrand für den Drachengleiter-Wettkampf. Hey, da ist ja auch Amigos leckerer Chili-Stand. Ich wette, er hat schon geöffnet. Super, wir treffen uns dann alle an der Ziellinie. Hey, Sonnenschein, gib nicht auf und bleib schön konzentriert. Ich weiß nicht, ob ich durchhalte. Ich weiß, du schaffst das, Sonnenschein. Das Rennen hat gerade erst angefangen. Viel Glück! Das kann er brauchen. Hey, viel Glück, Bärchi. Kannst du Sonnenscheinbärchi nicht ein kleines bisschen Glück bringen? Normalerweise braucht das nicht, aber ich will nicht, dass er aufgibt. Ich weiß, dass er schaffen kann. Also wenn du ihm etwas Glück geben könntest, wäre das super nett von dir. Ich danke dir vielmals. Was hat sie gerade gesagt? Sonnenschein, Sonnenschein, viel Glück, Bärchi. Schick dir viel Glück mit auf den Weg. Wirklich? Das ist ja super sonnig. Alles, was du brauchst, ist ein kleiner Schub für dein Selbstvertrauen. Los, Sonnenscheinbärchi. Oh, du hast mir sehr geholfen. Danke, Hurra, Bärchi. Genau das habe ich gebraucht. Ach, ich bin ja so froh, dass viel Glück Bärchi Sonnenscheinbärchi hilft. Nein. Dicht dran. Oh ja. Yeah. Hey, 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 sieh mal, Brummbärchi, das ist Sonnenscheinbärchi. Ja, er macht das muy bueno. Weiter so, Sonnenschein. Vorsichtig, Brummbärchi, das ist muy caliente. Danke, dass du mir das jetzt schon sagst, amigo. Sieh, sieh, gern geschehen, amigo. Ich meine Bärchi. Du bist klasse, Sonnenschein. Du bist jetzt schon auf dem 5. Platz. Mach weiter so. Los, Sonnenschein. Los. Du kannst gewinnen. Wow, das war vielleicht ein Pfotenschlag vom heutigen Goldmedaillengewinner. Ich werde sie mir nie wieder waschen. Nie wieder? Niemals, niemals, nie wieder! Sonnenschein, du schaffst es! Ja, juhu! Er ist nicht mit den anderen Bärchis zusammen. Hat er eine Chance zu gewinnen?
Aber natürlich. Außerdem, Viel Glück, Bärchi hat ihm einen Selbstvertrauensschub gegeben. Stimmt's, Viel Glück, Bärchi? Seht ihr, da sind sie. Da ist Sonnenschein, Bärchi. Sonnenschein! Und da ist Tom. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Oh, das wird ganz knapp. Ich kann gar nicht hinsehen. Danke, viel Glück, Bärchi. Mann, ich meine, Bärchi, das war ja ein tolles Wettrennen. Ich dachte, ich würde dich einholen. Gratuliere, Alter. Oh, alles klar. Tut mir leid, dass du nicht gewonnen hast. Sonnenschein, Sonnenschein, Sonnenschein. Ach, das geht klar. Ich hatte auf alle Fälle viel Spaß. Oh ja, den hatte ich auch. Gratuliere dir nochmal, Sonnenschein, Bärchi. Du hast das Rennen gerockt. Oh ja, du warst unglaublich. Können wir deine Medaille sehen? Na klar. Ich wollte sie gerade Hurra, Bärchi, bringen. Wenn sie nicht wäre, dann hätte ich nicht gewonnen. Ich will, dass sie sie bekommt. Wow, wirklich? Das ist ja total cool, Sonnenschein. Wir sehen uns. Oh, das war vielleicht ein Rennen gestern. Ich gratuliere mit einer Bärchi-Umarmung. Oh, danke, Harmonie. Nett von dir. Oh, Beastly. Hey, du hast mich erschreckt. Ich habe gesehen, dass du das Rennen gestern gewonnen hast. Ja, es war ziemlich knapp. Ziemlich knapp? Gewonnen ist gewonnen. Jetzt mach aber mal halblang, Sonnenscheinchen. Du hast es verdient. Sei nicht so bescheiden. Aber es ist nicht gut, überheblich zu sein. Das ist doch nicht überheblich. Das ist Stolz. Ich verstehe, was du meinst. Und jetzt sprich mir nach. Ich habe das Bärchi-Wettrennen gewonnen. Ich bin der Beste. Ich habe das Bärchi-Wettrennen gewonnen. Ich bin der Beste. Was? Ich kann ihn nicht hören. Los, mach mal lauter. Ich habe das Bärchi-Wettrennen gewonnen. Ich bin der Beste. Lauter. Ich habe das Bärchi-Wettrennen gewonnen. Ich bin der Beste. Lauter. Ich habe das Bärchi-Wettrennen gewonnen. Und? Ich bin der Beste. Ha! Und? Fühlt sich das nicht gut an? Ja, du hast recht. Und jetzt, Sonnenscheinchen, zeig den anderen, dass du der Beste bist. Du kannst es, also zeig's auch. Danke, Beastly. Ha! Manche Bärchi sind ja so leicht zu steuern. Ha! Ich würde gern mit dir schnattern, aber der Wolkenland-Kuchen-Ess-Wettbewerb steht vor der Tür. Und in diesem Jahr sollen es Stachelbeerkuchen sein. Das heißt, ich werde Stachelbeerkuchen backen. Oh, hey, Sonnenschein, du warst gestern bei dem Rennen wirklich fantastisch. Ja, ich weiß. Wir sehen uns, teile gern. Oh, Schnucki, ich glaube, Sonnenschein braucht die Hilfe eines guten Stachelbeerkuchens. Sonnenscheinbärchen, hab ich dir eigentlich schon gesagt, wie unglaublich du gestern warst? Ja, das sagen mir alle. Oh, ist das deine Medaille? Das ist sie. Wow, kann ich sie mal sehen? Ansehen ja, aber nicht anfassen, klar? Oh, na schön. Tja, und weißt du, mein großer Dank gilt... Ach, du musst mir doch nicht danken. Ich wollte gerade sagen, dass mein großer Dank mir selbst gilt, weil ich alles gegeben habe. Oh ja, ich weiß genau, wie man ein Eisen schmiedet, wenn es heiß ist. Ja, sieht ganz so aus. Das muss wohl dein neues Selbstbewusstsein sein. Ja, denke ich auch. Naja, ich muss wieder los. Ich wette, viele andere Bärchis wollen meine Medaille sehen und mir gratulieren. Immer senkrecht bleiben. Gern geschehen, Sonnenscheinbärchi. Hast du gehört, was für ein toller Sänger ich bin? Wie lange habe ich gebraucht, um singen zu lernen? Ich hatte nicht eine Unterrichtsstunde, ich bin einfach ein Naturtalent! Oh nein, Schnatteraffe. Es ist nicht so, dass die anderen dich nicht verstehen wollen. Hier oben spricht man einfach deine Sprache nicht. Hat einer von deinen Waschbären gerade gesagt, dass ich gestern absolut umwerfend war?
Also, zuerst mal ist Scheißschnatteraffe kein Waschbär. Ja, ich weiß, ich bin in allen Dingen unglaublich. Selbst mit anderen Tieren zu sprechen, ist für mich ein Kinderspiel. Das hat sie gar nicht gesagt. Wie auch immer, man sieht sich. Ja, du sagst es, Chai. Ja! Ich bin besser! Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön, Birchi! Dankeschön! Dankeschön! Birchis, ich weiß nicht, was in Sonnenschein Birchi gefahren ist, aber sein Selbstbewusstsein ist außer Kontrolle. Ja, er platzt fast vor Überheblichkeit. Also für mich sieht er nicht aus, als ob er platzen würde, Onkel Schmusebärchi. Beruhigt euch, Glücksbärchis. Es besteht gar kein Grund zur Sorge. Ich habe das Gefühl, sein großes Herz wird sich über seinen Dickkopf hinwegsetzen. Hey Fans von Sonnenscheins Unglaublichkeit, wollt ihr sehen, wie ich den Kuchen-Ess-Wettbewerb gewinne? Ach Sonnenschein, das glaubst du doch wohl nicht im Ernst. Denkst du wirklich, dass du Brummbärchi schlagen könntest? Er hat 5-mal hintereinander gewonnen. Was ist mit dem Bärchi, das Zweiter wurde? Es ist bums, zerplatzt. Wow. Eigentlich hatte es nur furchtbare Bauchschmerzen, aber dafür ein ganzes Jahr lang. Wie auch immer, ich werde heute gewinnen. Was sind schon ein paar Kuchen? Aber in diesem Jahr sind es Stachelbeerkuchen und du hast Stachelbeeren. Das alte Sonnenscheinbärchi hasst Stachelbeeren, aber der neue Sonnenschein ist unbesiegbar. Ist doch so, oder Bärchi-Bäuchlein? Er spricht mit seinem Bauch? Hey Tom, du machst nicht mit, oder? Nein. Tja, ich denke, du hast keine Lust, wieder zu verlieren, oder? Oh, dann wollen wir mal Brummbärchi zeigen, wer hier der Boss ist. Man sieht sich. Viel Glück, Bärchi. Du musst uns bitte helfen. Als du Sonnenschein das Glück gegeben hast und er den Wettbewerb gewonnen hat, ist sein Selbstbewusstsein so groß geworden, dass er sogar mit seinem Bauch spricht und sich in allem für den Besten hält. Aber das ist eine lange Geschichte. Du musst ihm das Glück wieder wegnehmen. Könntest du das bitte für mich tun? Ja? Oh, toll, danke. Oh, ja. Was hast du gesagt? Willkommen zum großen Stachelbeerkuchen-Esswettbewerb im Wolkenland. Heute haben wir 2 mutige Kandidaten. Den alten Champion Brummbärchi. Und seinen Herausforderer, Sonnenscheinbärchi. Oh, ja! Hurra für mich! Viel Glück, Bärchis. Ja, viel Glück. Möge das bessere Glücksbärchi gewinnen. Ja, keine Sorge, das bin ich. Auf die Plätze! Fertig! Los! Oh, Brummbärchi ist schon bei seinem 2. Kuchen. Aber Sonnenschein ist ganz dicht hinter ihm. Oh, was war das? Oh, lass mich nicht im Stich, Bärchi-Bäuchlein. Sie sind schon bei Ihrem 5. Kuchen. Brummbärchi hat es gleich geschafft. Wow, Brummbärchi ist der Hammer. Seht ihn euch an. Das ist normal. Für ihn ist das hier nur ein kleiner Snack. Stachelbeeren. Oh je, ich glaube, das bedeutet, dass Brummbärchi gewonnen hat. Er hat schon wieder gewonnen. Ja! Tja, wer zuletzt ist, ist am besten. Tja, dann muss ich wohl jetzt dem wahren Gewinner gratulieren. Wo ist Brummbärchi? Da vorn. Er isst noch. Es tut mir leid, Bärchis. Ich glaube, mein Sieg ist mir irgendwie zu Kopf gestiegen und hat einen riesengroßen Narren aus mir gemacht. Tylee, ich möchte, dass du die Medaille bekommst. Du hast hart mit mir trainiert und nachdem ich gewonnen habe, war ich wirklich nicht sehr nett zu dir. Du hast dir die Medaille verdient. Danke. Ich war wirklich die beste Trainerin aller Zeiten, oder nicht? War nur ein Witz, Bärchis. Bärchi-Umarmung? Bärchi-tastisch. Und ich muss mich auch bei dir entschuldigen.
Du bist echt ein Gewinner, weil du die ganze Zeit über cool bleibst. Wie machst du das? Ich weiß einfach, wenn ich gewonnen habe, war das Wichtigste, dass ich riesengroßen Spaß hatte. Und ich verspreche, dass ich nie wieder meine Freunde beleidigen werde. Sie sind so nett und großzügig und so sportlich. Ein Glück, dass es sie gibt. Viel Glück, Berchi. Hat irgendjemand was zu mir gesagt?